Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum guten Schluss will ich hier mal noch was hinzufügen, was deutlich machen wird, dass wir offensichtlich gar nicht so weit auseinander sind, was die Inhalte der künftigen Entwicklung angeht. Dass der frühere Kulturpark Berlin, der Spreepark im Plenterwald, wieder in Berliner Hand ist, das ist gut so, das wurde auch Zeit und das sollte auch so bleiben. Dem Dank an all diejenigen, die das zu Wege gebracht haben, schließe ich mich für unsere Fraktion ausdrücklich an. Und es ist zu wünschen, dass der Senat auch künftig Rückkauf oder Ankauf von Liegenschaften mit dem gleichen Nachdruck betreibt. Der seinerzeitige Verkauf war mit gut gemeinten Entwicklungsplänen und Sanierungspflichten schmackhaft gemacht worden. Nichts davon ist umgesetzt worden, das wissen Sie alles. Das Land wird aus dem finanziellen und materiellen Schaden hoffentlich klug werden, und zwar nicht nur an diesem Ort. Jetzt muss der Erbbaupachtvertrag aber schleunigst geändert werden, damit überhaupt eine umsetzungsfähige Zukunftsoption für eine naturverträgliche Freizeitnutzung entstehen kann. Die enthaltenen Waldflächen sollten herausgelöst und an die Berliner Forsten übertragen werden. Das Denkmal Eierhäuschen gehört abgetrennt und schnellstmöglich hergerichtet, damit es nicht weiter verfällt und endlich wieder ein Ausflugsziel werden kann. Für die Zukunft des Spreeparks gibt es mutmaßlich nur zwei realistische Möglichkeiten. Entweder Renaturierung oder Freizeitpark. Aber der Begriff des Freizeitparks lässt vielfältige Assoziationen zu. Das aktuelle Manager-Magazin munkelt bereits über Riesenradpläne. Zitat: In Berlin existierten schon Anfang des Jahrtausends Pläne für ein rekordverdächtiges 175 Meter hohes Aussichtsrad. Die Pläne wurden allerdings angesichts fehlender Gelder fallen gelassen. Und ob im Spreepark, den die Stadt kürzlich zurückkaufte, ein neues Riesenrad erbaut wird, steht noch in den Sternen. Zitat Ende. Senat und Bezirk haben die Erstellung eines Nutzungskonzepts verabredet. Und der Bezirk hat selbstkritisch resümiert, in den letzten 13 Jahren sei vergeblich versucht worden, maßgeschneidertes Baurecht für Investorenwünsche zu schaffen. Nun gehe man den umgekehrten Weg und werde selbst einen Rahmen für die künftige Entwicklung des Spreepark-Areals setzen. Auch das ist gut so. Dafür werden aber nicht nur die von Senat und Bezirk verabredeten Arbeitsgruppen mit dem Liegenschaftsfonds gebraucht. Eine neue Planung braucht vor allem eine neue Partizipation. Frühere Planungen ohne Bürgerbeteiligung oder sogar gegen Bürgerwillen sind leider noch in guter Erinnerung. Die Bürgerinitiative Pro Plenterwald hat das dankenswerterweise dokumentiert. Zur Änderung des Flächennutzungsplans 2004 erklärte sie, wieder Zitat, kein Bürger hatte über eine behördliche Information von dem Änderungsvorhaben erfahren, kein Gespräch und keine Anhörung zum Thema wurde von der Senatsverwaltung angeregt und durchgeführt, frühere Zusagen zum Meinungsaustausch mit Bürgern blieben unerfüllt. Die Bürger durchschauen immer mehr, dass mit dem FNP-Änderungsverfahren und dem parallelen Bebauungsplanverfahren des Bezirksamtes Treptow-Köpenick nicht die objektiven Gegebenheiten des vorliegenden Raumes festgestellt, sondern Vollzugsbedingungen für einen Investor geschaffen werden sollen. Dem rollt man den roten Teppich für einen überdimensionierten Vergnügungspark auch in das Landschaftsschutzgebiet aus, damit er dem Land die Schulden abnimmt, was unterm ehrlichen Strich nie der Fall sein wird. Wenn diese Pläne nicht gestoppt werden, lastet auf den Schultern der Bürger der Stadt beides, die Schulden und die irreversible Schädigung einer noch geschützten Landschaft. Zitat Ende. Senat und Bezirke dürfen frühere Planungsfehler nicht wiederholen. Am Spreepark darf kein erneutes Wettrennen um ein Prestigeprojekt starten. Senat müssen sich ganz klar zu einem Neuansatz bekennen. Und auch Überlegungen, den Dammweg zu verbreitern und ein Parkhaus für 900 Parkplätze mitten in den Plenterwald zu bauen, muss eine Absage erteilt werden. Ob Berlin tatsächlich eine Smart City ist, muss sich bei der Verkehrslösung für diesen Standort erweisen. Ich will abschließend auch noch mal daran erinnern, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger den Spreepark nie aufgegeben und den Druck so weit erhöht haben, sodass der Senat endlich die Liegenschaft de facto zurückkaufen musste. Damit meine ich auch die Aktivistinnen und Aktivisten der ersten Stunde. Die Bürgerinitiative Pro Plenterwald muss endlich gehört werden. Klar muss aber auch sein, über Riesenradträume kann man träumen, aber verwirklichen sollte man sie nicht. Denn wenn wir Spreepark sagen, dann meinen wir Plenterwald, Erholung, Naturschutz und Denkmalschutz. Vielen Dank.